Willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Es geht weiter. Und ich habe ja gesagt, ich möchte halt in dieser Aufnahmesession sozusagen geklärt haben, wie das mit dem Drachen hier ist. Ne? Das habe ich ja gesagt. Und ja, ich habe es gemacht und ich habe es geschafft. Ich weiß zwar nicht, wo der Drache ist, aber ich weiß, wie man da hinkommt. Warum ich nicht weiß, wo der Drache ist? Ganz einfach. Ich weiß es nicht, da ich noch nicht die Charakterstufe habe. Denn scheinbar ist es so, dass man mit Stufe 16, und das ist, und ich bin gerade Stufe 15, das heißt, ich muss ein Level noch steigen. Mit Stufe 16 kann man nämlich spezielle Aufgaben auf der Missionskarte erledigen, um weitere Bereiche der Sturmküste freizuschalten und somit auch in den Bereichen zu kommen, wo der Drache sich aufhält. Das heißt also, ich kann da noch gar nicht hin, weil ich das Level noch nicht habe, weil ich die Quests, weil ich davor noch ein paar komische Quests auf der Missionskarte machen muss, um halt weitere Bereiche der Sturmküste freizuschalten. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass man irgendwie noch weitere Bereiche freischalten muss. Es klang zumindest so danach. Das heißt also, wir sind hier durch erstmal. Mit Stufe 16 könnte ich jetzt nochmal versuchen, den Drachen zu besiegen. Also das merke ich mir und dann werden wir halt mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Das heißt, jetzt werden wir, um den restlichen 6 Macht irgendwie zu holen, werden wir jetzt nach wir können auch direkt zu den Hinterlanden schon rüber. Wir werden zu den Hinterlanden gehen und werden da in den Hinterlanden die 6 letzten Machtpunkte werden wir uns holen. Hier haben wir noch so viel zu erledigen. Hier, zack, 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 zack. Noch so viel zu erledigen. Sehenswürdigkeiten entdecken. Die Höhle durchsuchen. Irgendwelche Leute finden. Risse schließen. Da haben wir noch so viel zu tun. Ich denke mal, wir gehen erstmal hier hin. Hier haben wir noch einen Händler. Werden dann das mal machen. Haben hier noch ein paar Händler. Und werden uns da unten hin teleportieren. Was ist denn hier? Das Phylacterium. Nee, wir machen erstmal die Quest. Das ist nämlich hier direkt beim Händler. Kann ich mich hin teleportieren? Nein. Aber das ist dann hier wahrscheinlich, ne? Genau. So. Also, wie gesagt. Stufe 16, dann geht's richtig ab. Dann können wir nämlich bei der Sturmküste weitermachen. Aber ich denke mal, dass wir, bevor wir Stufe 16 werden, die Machtpunkte haben. Und dann können wir halt mit den Machtpunkten schon wahrscheinlich weitermachen. Wie gesagt, ich nehme halt an, dass mit 40 Machtpunkten war, das hört sich halt danach an, quasi. Also ich meine, 40 Machtpunkte klingt logisch, dass es so viel ist, dass wir die halt brauchen, um weiterzukommen. Nehme ich mal an. Wenn es halt nicht 40 Machtpunkte sind, dann weiß ich nicht, wie ich dann weiterkomme. Aber ich nehme mal wirklich an, dass es Machtpunkte sind, woran es gerade scheitert, dass ich halt storytechnisch nicht weiterkomme. Und deswegen werde ich dann gucken, ob das das Problem ist. Ich hoffe mal sehr, dass das das Problem ist. Aber naja, ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Ich meine, jetzt sehen wir mal wieder die Hinterlande. Es ist ja, da waren wir lange nicht mehr. Hinterlande. Ein Gebiet, wo wir eigentlich hingegangen sind, viele Quests machen wollten und dann im Endeffekt irgendwann nicht mehr hingekommen sind, weil wir dann andere Gebiete hatten, wo wir dann die ganzen Quests gemacht haben. Und jetzt geht's wieder zurück zu den Hinterlanden. Hier ist auch mal was Schönes. Aber wir haben keinen Drachen da mehr, denn der ist schon tot. Das war auch der leichteste von allen eigentlich. Also wenn man das Level hat, dann ist es eigentlich auch der leichteste, den man besiegen kann, weil ich meine, mit meinem Level jetzt würde ich ihn wahrscheinlich locker besiegen, wenn er noch leben würde. Gut, wir sind hier, Hinterlanden, und jetzt will ich da irgendwie jetzt mal, ich habe ja noch ein Phylacterium, das kann ich hier irgendwie abgeben. Außerdem kann man sich hier Reiten holen, ne? Ich glaube, in den Hinterlanden kann man sich Reiten holen. Irgendwo gibt es hier so eine Quest. Mit Dorian ausgelöschte Venatori. Dorian habe ich auch zum Glück mit. Da kann ich dann das machen. Hier irgendwo kann man sich, glaube ich, Reiten holen, oder? Hm.
Da. Also hier kann man sich auch sowas eben holen. Und hier oben, verschlossene Türen, hier oben ist ja, was ist das? Ist das, was ist das für ein Ort hier oben? Genau, Redcliffe. Hier oben ist Redcliffe. Dann auch nochmal Händler. Hier habe ich Scherben aufgedeckt, die ich nie gefunden habe. Ich glaube, da werde ich mich erstmal hierhin teleportieren, die Scherben einsammeln. Weil die irritieren mich so ein bisschen. Drachennest? Hier Blutsbrüder habe ich auch noch nicht. Hier, da war ja der Drache. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Aber zumindest, wir werden jetzt erstmal das Phylakterium abgeben. Und verkaufen. Und die restlichen Machtpunkte uns holen. Ja, das ist, Machtpunkte. Und dann können wir schon weitermachen. Und das wird richtig geil werden. Eisen, gib mir Eisen, Eisen. Schönen guten Tag, hallo. Ich bin wieder zurück. Ich würde gerne mit jemandem handeln. Oder mit einem Schwert oder so handeln. Wertgegenstände, alles weg. Erstmal. Ja, bitteschön. Ich handle immer sehr gerne. So, wir werden jetzt hier irgendwo. Ich nehme an, dass wir das vielleicht hier sogar in der Stadt irgendwo abgeben können, oder? Das sieht so sehr danach aus. Mitnehmen. Nehme es mit. Hier. Ich habe schon einiges über euch gehört, Herold Andrastes. Ich bin Verzauberin Elandra und ich hoffe, ihr findet einen Weg, um diesen närrischen Krieg zu beenden. Ich glaube, das ist euer Phylakterion. Ich fand es bei einem toten Templer namens Matrin. Ach, ich hatte schon vermutet, dass er tot ist, nachdem er weder zu mir gekommen ist, noch eine Nachricht geschickt hat. Der Erbauer möge die Narren verfluchen, die diesen Krieg begonnen haben, und die Narren, die ihn jetzt austragen. Ich danke euch. Matrin hat mir viel bedeutet. Hier, für eure Mühen. Sehr schön. Könnte die Fähigkeiten einer mächtigen Magierin gut gebrauchen. Wenn ich andere töten wollte, hätte ich mich den Aufständischen angeschlossen. Wieso sollte die Inquisition da besser sein? Naja. Ich selbst komme auch aus dem Zirkel. Ich weiß also etwas über diesen Konflikt und habe mich den Aufständischen ebenfalls nicht angeschlossen. Das ist wahr. Wenn die Inquisition denkt, ich könne ihr helfen, werde ich alles tun, was in meiner Macht steht. Ich stelle meine Fähigkeiten in eure Dienste. Gebt mir nur einen Moment, um alles zusammenzupacken. Oh, auch nicht schlecht. Das kam sehr unerwartet. Eine bisher gewonnen. Kriegt dafür jetzt ultra viel Macht. Macht plus 1. Was ja langweilig. Warum nur Macht plus 1? Nur für diese eine Gammelquest. Jetzt geht ja gar nicht. Nee. Oh nö. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Haben wir hier noch eine Sehenswürdigkeit? Wieso haben wir hier noch eine Sehenswürdigkeit? Was soll das? Warum haben wir nur eine Sehenswürdigkeit? Das werde ich gleich mal überprüfen.
Ob ich die eigentlich erreiche? Entweder da hoch oder da oben irgendwo. Wie komme ich denn da oben hin? Ich werde mal kurz gucken, ob ich da irgendwie oben hinkomme. Ansonsten werde ich dann weitermachen mit irgendwelchen anderen Sachen. Ich weiß nicht, also Scherben ist das schön und gut, aber Scherben bringt mir halt nur was, wenn ich halt auch wirklich komplett alles finde an Scherben. Das heißt, ich müsste erstmal gucken, wo ich noch überall Scherben finden könnte. Deswegen denke ich, macht es mehr Sinn, wenn ich mich erstmal Aufgaben widme, die wirklich auch abschließbar sofort sind und Macht mir dann bringen. Wobei ich natürlich hier oben gerade so ein Scherbenteil wieder sehe. Und deswegen werde ich mal sehen. So, plündern. Ich kann Tisch plündern. Achso, ich kann jetzt Gold plündern. Vier Dinger. Na, finden wir sie? Finden wir sie alle? Also zwei habe ich schon mal. Da ist der dritte. Und dann hier irgendwo wahrscheinlich noch. Da oben irgendwo. Da hinten. Hier irgendwie. Kann denn der vierte sein? Der vierte Teil. Da. Alles klar. So, wie gesagt, erstmal die Sehenswürdigkeit hier noch holen und dann werden wir... die Scherben könnte ich hier eigentlich auch abholen. Also das könnte ich theoretisch auch noch machen. Da drüben liegt eine Scherbe. Ah, die Gegner dürften eigentlich sowas von simpel. Sowas von simpel sein. Der ist noch gar nicht tot. So, muss immer diese Scherbe hier ab. 22 Scherben sollen hier sein. Das ist natürlich viel. So, wir haben hier die Tür da Strahlaxt sage Avarmutter. Zweite Strophe. Thelm Goldhand, schmierige Finger, protzige Ringe, die blitzen im Licht, gab in schlechten Zeiten Dämmen, Zuflucht den Geschwächten, Essen nahmen sie in die Pflicht. Krieger in gewaltiger Zahl, mit sonnengeküssten Schwertern, fochten sie seine Kriege. Mit Dragoschuppen gerüstet führten an salzigen Küsten ihn zu Siege. Er erzählte von einem Schatz, der glänzte weit im Norden, geflüsterte Traum von den goldenen Stadt, dorthin trieb er die Horden.
geleitet nur von Schlafsbildern, von denen Klügere nicht gierig geworden, trieb er seine Stämme an, bis sie schrien. Folge den Träumen, kreuzt das Meer, ohne je nachzugeben. Na gut, kann man so sagen, muss man aber nicht. Scherben, 22 Scherben. Ja, wir haben hier unten noch sehr viel zu machen. Inventory auslöschen. Ja, wir haben hier unten noch sehr viel. Ich würde erstmal sagen, wir machen da unten noch ein bisschen was. Da können wir nämlich noch schön was abstauben, sage ich mal. Und das könnte sogar auch sein, dass es reicht. Und dann sehen wir mal nach, ob wir dann weitermachen können. Ja, Problem ist jetzt nur, wie kommen wir denn da hin? Inquisitor. Nein! Es gibt nichts. Boah, Alter. Die verarschen mich auch nur, ne? Das ist so unglaublich. Ich falle da auch immer wieder drauf rein. So, also, das ist jetzt quasi Endspurt zu den letzten... Kann ich hoch, glaube ich, ne? Zu den letzten... Machtpünktchen... Und dann haben wir das. Ah, hier ist das hier. Das Gebäude. Der Unterschlupf. Da können wir wahrscheinlich viel drin noch machen. War ich da eigentlich. Ich glaube, ich war da noch gar nicht drin. Ich habe da, glaube ich, mal, als ich das Spiel kurz mal angetestet habe, war ich da mal drin. Da war ich noch nie drin im Let's Play. Unglaublich. Da müssen wir unbedingt rein. Ich kenne euch. Man nennt euch den Herold Andrastes. Aufgrund dessen, was ihr in Haven getan habt. Aber seid ihr das auch? Der Erbauer hat es mir nicht gesagt. Ich bin der Herold Andrastes. Und ihr behauptet, ihr besäßet Macht über die Risse, die der Erbauer am Himmel geöffnet hat? Ich kann die Risse schließen, ja. Dann beweist es. Zeigt mir, dass sich die Risse eurem Willen beugen. Dem Willen des Erbauers. Zeigt mir, über welche Macht ihr verfügt. Genau, denn da drin ist ja, glaube ich, ein Riss, den ich schließen kann. Dieser Kult. Was macht ihr hier draußen? Was wird eurer Meinung nach geschehen? Die Kirche ist gefallen und hat dadurch ihre Unvollkommenheit offenbart. Der Gesang des Lichts war eine Lüge. Es war überheblich zu glauben, sterbliche Lippen könnten den Willen des Erbauers in Worte fassen. Also warten wir in Stille. Der Erbauer hat den Himmel geöffnet. Schon bald wird er seine Auserwählten zurück in die goldene Stadt rufen. Na, ob das so sein wird? Man weiß es nicht. Auf ein andermal. So, wir dürfen zumindest rein und jetzt können wir hier drin so ein paar Sachen machen. Ich glaube, dass wir erstmal... Doch, ich habe hier das angehakt. Nämlich muss man eigentlich sein, um ein riesiges Loch am Himmel anzubeten, das Dämonen ausspuckt. Sag nichts, ich bin schon selbst darauf gekommen. Gut, dann beanspruchen wir. Lornas Exil, Al-Tigen, nee, Tyrannon, nicht Tigen, Guanis, nee, Gueris, Grenz, ältester Sohn, wurde erst später geboren und man hoffte aller Orten, der junge Mann würde in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters treten. Bedauerlicherweise erwies sich Loran Guerin
in seiner Jugend jedoch als ausgesprochen faul und zeigte deutlich mehr Interesse daran, das Geld seines Vaters auszugeben, als daran, sich um dessen Ländereien zu kümmern. In seiner Enttäuschung ließ der Aal ein Fort in den Bergen bauen, in das er Lorian anschließend schickte. Er sagte, sein Sohn dürfe erst dann wieder nach Edcliffe zurückkehren, wenn die Banditen, die diese Berge heimsuchten, unter Kontrolle seien. Die Adligen anerkannte Geschichtsschreibung besagt, Lornan habe sich geändert, die Banditen ausgelöscht und sei dann als gelotteter Mann nach Redcliffe zurückgekehrt. Innerhalb der Familie hingegen wird geflüstert, der Mann, der nach Redcliffe zurückkehrte, sei in Wahrheit ein Soldat gewesen, der Lorn lediglich ähnlich sah. Es heißt, er habe in den Bergen tapfer gegen die Banditen gekämpft, während Lornan den Rest seiner Tage in der Behaglichkeit seiner Bergfeste verbrachte. Ein Auszug aus Lebendiges Redcliffe von Schwester Dorcas Gwerin. Und ich werde hier gerade blockiert. Das ist nicht so schön. Und ich kann searchen. Varric, ihr wisst, dass ich für den Sonnenthron kandidiere, oder? Ich habe davon gehört. Und ihr sagt gar nichts dazu? Was? Ich habe zwar keine Lust auf eure Sticheleien, aber euer Schweigen beunruhigt mich. Wenn ich mir euch als Göttliche vorstelle, wird mir Angst und Bange. Ich hoffe, wenn ich den Gedanken ignoriere, verschwindet er. Kann ich mit dir reden? Nee, hier irgendwie... Hier ist eine Quest. Seid gegrüßt. Mein Name ist Hindel. Da. Eure Mutter hat Schwierigkeiten zu atmen, Hindel. Euer Vater schickt mich zu euch, um einen Trank für sie zu holen. Wie bitte? Es ginge doch gut. Ihre Atemprobleme waren doch eigentlich in Ordnung. Ich kann ihr helfen. Hier, ich habe noch etwas vorrätig. Und jetzt geht bitte. Bringt ihr den Trank. Alles klar. Ich bringe ihr den Trank. Kann ich hier noch irgendwie weiter? Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier... Nee, kann ich nicht. Nur das habe ich zumindest schon mal geklärt. Alles klar. Na, dann ist hier oben wahrscheinlich eher nicht das. Da hinten ist der Riss, den ich schließen kann. Ich kann hier aber noch weiter hoch. Ja, Einfluss. Gut, hier oben kann ich dann scheinbar nichts mehr machen. Das ist irgendwo da drin. Wie komme ich da rein? Sag es mir, Spiel. Wie komme ich da hin? Oder hier drin? Ist hier irgendwo in diesem Gebäude drin, da so durch die Wand. Da ist meine Quest. Und durchaus auch dieses Ding zum Searchen. Ah, hier. Aha. Herold Andrastes. Hey. Wahrscheinlich oben.
Die Getränke von Tedras. Wind 9 Rowans Rose. Eine Wohltat für die Nase, ein Erlebnis auf der Zunge und seltsamerweise ein bruchstückhaftes Flüstern in den Ohren. Dieses Getränk wird als wehmütiger Geist beschrieben und beflügelt denselben auch. Es ist das Meisterwerk eines Winzers. Ja. Du. Entschuldigt bitte. Seid ihr auf eurem Weg hierher zufällig einer jungen Adligen mit blondem Haar und hellgrünen Augen begegnet? Lady Berlina sollte hier sein. Wir müssen zusammen sein, wenn der Erbauer erscheint. Ich habe am Fuße des Hügels den Leichnam einer jungen Frau gefunden. Sie hatte einen Brief bei sich. Dieser Brief. Berlina ist tot? Aber wir waren dafür bestimmt, zusammen zu sein. Der Erbauer würde uns nicht voneinander trennen. Was soll ich jetzt nur machen? Nein, das ist ein bisschen fies. Berlina starb, weil ihr nicht bei ihr wart, um sie zu beschützen. Geht wieder nach Hause zu jenen, die ihr noch beschützen könnt. Ihr habt recht. Ich werde gehen. Dieser Ort. Selbst wenn alles wahr sein sollte, wird es doch nicht ohne sie. Ich werde nach Hause zurückkehren, um die Meinen zu beschützen. Hab Dank. Eure Worte haben mir die Augen geöffnet. Macht plus eins. Ein Emissär haben wir trotzdem gewonnen. Okay. Einfluss. Und nochmal macht plus eins? Oder zählt das jetzt? Oder? Wie viel Macht haben wir jetzt? 37, Leute. 37. Und es sah so aus, als hätten wir ein Level Up gemacht, oder? Wir sind immer noch Stufe 15. Schade. Wahrscheinlich, weil wir den Emissär gewonnen haben, macht es so wusch. Und wir sind übelst, ne? Gedöns und so. Nee, das ist der Riss. So, das will ich noch kurz machen. Dann haben wir 38. Riss bringt auch nochmal 39 wahrscheinlich. Und dann brauchen wir nur noch eine Quest. Und dann haben wir die 40. Nice. Jetzt habe ich doch noch den Riss im Nichts angemarkert. Was soll denn das? Hier ist irgendwo noch eine Quest offen. Na nee, egal, ich mach den Riss erstmal zu. Weil Riss schließen, dann noch irgendwie eine Quest, wahrscheinlich hier noch, und dann noch die eine Quest wahrscheinlich, wenn das eine Quest ist, wo ich halt beweisen muss, dass ich Risse wirklich schließen kann. Ich glaube sogar, das sollte reichen. So. Einfluss. Und wie viel Macht? Plus eins. Alles klar. So, genau. Jetzt soll ich mit ihr sprechen, so von wegen, ja, ey, ich erzähle hier keine Lügengeschichten. Ich weiß schon, was ich hier tun kann, ne? Also hier, ne? Bla, und hast nicht gesehen. Aber jetzt würde ich gerne nochmal gucken. Ach, hier war gar keine Quest noch. Lol. Dann kann ich die Höhle durchsuchen noch. Ach, Menno, ich dachte, hier wäre noch eine Quest gewesen. Ist ja öde. Ist hier eigentlich noch was zum Searchen dann gewesen? Nicht zum Plündern. Oh, ich brauche Gold. Gold. Gold ist geil.